Vielen Dank, euch auch. Tokio, Shinzo Abe, Tsunami. Egal, was in Japan passiert, bei Acme Nippon Air erfahrt ihr es zuerst. Acme Nippon Air. Und im Studio ist Sascha Paskasiek, Konnichiwa. In Japan hat mit dem Antritt von Tenno Naruhito eine neue Zeit begonnen. Ein Mann hat ein Messer in den Tisch von Kronprinz Hisahito gelegt. Und es gibt Anime News zu 16 Animes und mehr. Am Mittwoch um Mitternacht war es soweit. Die Reiwa-Zeit hat begonnen, die Regierungszeit von Tenno Naruhito. Dazu hat Tenno Naruhito unter anderem eine Rede zu den Japanern gehalten, in der er seine Treue zur Verfassung Japans beschworen hat. Außerdem wolle er den Frieden der Japaner und ihre Fröhlichkeit erhalten und fördern. In der offiziellen Krönungszeremonie, in der Naruhito dann die Insignien, also das Schwert, das Juwel und den Spiegel erhalten hat, hat dann auch Premierminister Shinzo Abe als Repräsentant der Bevölkerung gesprochen. Er betonte in seiner Rede vor allem die Einheit der Japaner, den Willen zu Frieden und zu einer Ära, in der die japanische Kultur sich weiterentwickelt. Mit der Thronübergabe an seinen Sohn beginnt damit auch für den Tenno Akihito seine Emeritus-Zeit. Er hat am Dienstag in einer feierlichen Zeremonie abgedankt, in der er sich für die 30 Jahre bedankte, in denen die Japaner seine Regierung anerkannt haben. Danach verbeugte er sich gegenüber den Bürgern. Jetzt heißt es für Akihito umziehen, denn sie werden in den Togo-Palast im Asakusa Estate ziehen. Hier lebte bisher Tenno Naruhito. In Zukunft wird der Togo-Palast darum Sento Imperial Palace heißen, der Ort, wo der Tenno Emeritus und seine Frau leben. Ja? Keine schöne Erfahrung hat der 12-jährige Kronprinz Hisahito auf seinem Schreibtisch im Homeroom seiner Schule machen müssen. Wie die Polizei mitteilte, lagen dort auf dem Tisch zwei Obstmesser. Nach der Auswertung der Sicherheitskameras der Schule und einer Fahndung hat die Polizei jetzt einen 65-jährigen Mann festgenommen. Er soll versucht haben, die Kameras außer Gefecht zu setzen, ehe er aufs Gelände der Schule ging. Warum die Messer auf dem Tisch von Hisahito lagen, ob der Verdächtige sich dazu geäußert hat, ist bisher noch nicht bekannt. Ja. Was die Thronbesteigung für die Japaner selbst bedeutet, darüber gibt es übrigens nachher dann noch hier einige Infos. Ich habe ein Interview mit Keiko Takashima gehalten. Das kommt gleich nach den Nachrichten. Japans zweitgrößte Oppositionspartei, die Demokratische Partei für die Menschen, hat sich mit einer kleinen Partei rund um den Makler Ishiro Osawa zusammengetan. Zusammen kommen beide Parteien damit jetzt auf 40 Abgeordnete im japanischen Unterhaus. Der Fusion ging eine 7-stündige Diskussion voraus, da manche Abgeordnete nicht mit Osawa zusammenarbeiten wollen. Auf der anderen Seite war es aber auch Osawa, der 2009 der mittlerweile zersplitterten Demokratischen Partei ermöglichte, erstmals die Regierung zu übernehmen. Osawa forderte darum auch die konstitutionelle Demokratische Partei auf, eine weitere Absplitterung der DJP mit der Demokratischen Partei für die Menschen zusammenzuarbeiten, um Shinzo Abe zu stürzen. Und damit kommen wir zu den Anime-News. Die Künstlerin Keiko Morizuku, die unter anderem an Doraemon und Pokémon mitgearbeitet hat, hat auf Twitter gesagt, dass in ihren Augen Animes die Charaktere viel zu sehr sexualisieren würden. Vor allem Moe würde Anime ruinieren, denn hier würde nur noch auf möglichst süße Mädchen geachtet werden, um Männer damit zum Kauf der Produkte zu bereden, statt auf die Story zu achten. Sie selbst würde darum Disney und Marvel viel mehr mögen, denn die hätten es nicht nötig, mit Sexualisierung das Publikum anzusprechen, sondern mehr Kritik an sozialen Verhältnissen in die Geschichten einzubauen. Andere User haben dann aber gefragt, ob es nicht auch daran liegt, dass Anime sexualisierender sei, weil die meisten Animes im Spätabendprogramm sich ja nicht an Kinder wenden, sondern an Erwachsene. Und dass Anime-Studios sich aus Finanzierungsgründen lieber auf einzelne Fangruppen spezialisieren, die halt Moe mögen, statt wie Disney einen Film zu produzieren, der möglichst allen gefällt. Ja. Aniplex, die ja bekanntlich Sony gehören, wollen jetzt auch verstärkt Animes in China produzieren. Dafür haben sie extra eine neue Firma in Shanghai gegründet, wie das Unternehmen bekannt gegeben hat. Die Firma soll darüber hinaus auch das Marketing für Aniplex in China übernehmen. Aniplex und Sony fokussieren sich derzeit verstärkt auf den wachsenden chinesischen Markt. Funimation, das auch Sony gehört, hat beispielsweise jetzt eine Zusammenarbeit mit dem größten Streaming-Portal in China geschlossen, um seine Animes zu promoten. Ja? Megumi Hayashibara hat in ihrem Blog bekannt gegeben, dass sie ihren Vertrag mit King Records gekündigt hat. Nicht, weil sie nach 30 Jahren mit Sing aufhören wollen würde, sondern sie sagt, dass man im Jahr 2019 keine Agentur mehr braucht, um Aufträge zu bekommen. Megumi Hayashibara ist eine der erfolgreichsten Seiyuu-Sängerinnen in Japan. Seit Ende der 80er Jahre hat sie in vielen Animes wie Detective Conan, Slayers oder Larfina gesprochen
oder die Openings dazu gesungen. Ja. Und Miku Hatsune auf einem Konzert, ja, das ist in Japan bereits Technik von gestern anscheinend. Die Firmen Dana und Secom haben jetzt einen virtuellen holographischen Security Guard entwickelt, der den ganzen Tag über den Eingang von Unternehmen überwachen kann. Durch besondere Kameratechniken kann der Computer dabei die Gesichter der Menschen erkennen, die neben vorbeigehen und auf diese reagieren. Zum Beispiel, wenn jemand vorbeigeht, der nicht rein darf, dann kann der Security Guard zeigen, hier geht's nicht weiter. Das Hologramm kann auch erkennen, wenn jemand in seinem Sichtfeld umkippt und dann Hilfe rufen. Verhaften vom Verbrechen geht allerdings natürlich noch nicht. Aber dafür gibt es auch eine hübsche Security-Version in weiblich, wenn es der Chef eher Moe mag. Und damit kommen wir zum Wetter. Heute am Freitag ist es in Japan am 3.5. mit 18 Grad in Sapporo sonnig. Auch im restlichen Landesteil ist es sonnig. Die Temperaturen dabei fast überall bei 22 Grad. Nur in Tokio etwas kühler. Hier liegen wir bei 20 Grad. Am Samstag dann ist es etwas kühler in Tokio mit 19 Grad. Sapporo dafür ein bisschen wärmer mit ebenfalls 19 Grad. Im restlichen Land steigen die Temperaturen ein klein wenig auf 22 bis 23 Grad. Zum Beispiel in Fukushima. Der Sonntag dann weiterhin immer noch sonniger und immer noch wärmer. 26 Grad sind es dann in Fukushima, 24 in Fukuoka und auch in Osaka immer noch 22 Grad. Im Norden ein bisschen kühler mit 17 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann ist es mit 16 Grad bewölkter. Im Westen kann es auch mal eben etwas regnen. In Osaka zum Beispiel mit 22 Grad und auch in Fukuoka mit 19 Grad. Auch in Fukushima und in Tokio ist es mit 19 und 24 Grad etwas kälter. Den Dienstag dann ist wieder sonniger, die Temperaturen bleiben allerdings in den Einserwerten mit 18 bis 19 Grad und 15 Grad im Norden. Am Dienstag dann wieder etwas mehr Sonne und damit auch etwas höhere Temperaturen, bis zu 23 Grad in Fukushima, in Tokio 19 und in Sapporo 16 Grad. Und am Donnerstag im Westen 22 Grad, im nördlichen Honshu 24 Grad und Tokio hat 20 Grad, außerdem haben wir noch 14 Grad in Sapporo. Wow, schöne Temperaturen finde ich. Nach dem Jingle kommt jetzt Megumi Hayashibara mit einem wunderschönen Titel, nämlich aus Lost Universe Infinity und danach das Interview mit Keiko Takashima zur Tenno. Viel Spaß dabei. Ich bin Sascha Baskasi und ihr hört Acme Debonair. Und das Interview und auch viele Interviews mit Besuchern von der Animoog, denn die ist auch Thema in dieser Sendung. Die gibt's alle zum Nachhören. Die Links dazu zum Podcast auf iTunes, auf der CBA und Podcast.de sowie auch zum RSS-Feed gibt es alle unter diesem Beitrag. Einfach mal reinklicken. Ja, und entschuldigt bitte das kleine Wer war da eben beim Wetter. Kann passieren. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.